stehen hier heute in Ecke 7 vom Rat der Stadt um den Einwohnerantrag. Wir haben genug eigene Probleme, wir brauchen keine Asylanten offiziell einzureichen. Mit über 300 Unterschriften spiegelt er ganz klar die Meinung der Eggesiner Bürger wider, dass nicht alle mit dem Zuzug der Asylanten einverstanden sind. Es ist eine Aufforderung an die Stadtvertreter und den Bürgermeister, endlich Stellung zu diesem Problem zu nehmen und nicht wie in der Vergangenheit alles totzuschweigen. Genau wie wir eben schon gehört haben, geht es in dem Antrag nicht darum, so wie der Nordkurier berichtet hat, Misstrauen zu sehen hier in der Bevölkerung, sondern es geht darum, Gerechtigkeit herzustellen. Denn nichts anderes wird hier mit den Leuten in Ecke 7 gemacht. Es ist ungerecht, wenn 20 Jahre nichts in die Heimat hier investiert wurde. 20 Jahre haben die gleichen Politiker zugesehen, wie die Jugend der Heimat den Rücken gekehrt hat. Und jetzt soll die Lösung aller Dinge sein, die leerstehenden Wohnungen mit Asylanten aufzufüllen. Es wird immer wieder betont vom Bürgermeister und von den Stadtverantwortlichen, dass das Geld dafür vom Land Mecklenburg-Vorpommern kommt und dass die Stadt Ecke 7 keine Ausgaben tätigen muss, dafür die Asylanten hier unterzubringen. Aber genau das ist der falsche Ansatz, denn das Geld, was ursprünglich kommt vom Land und vom Bund, das ist unser Steuergeld, das sind unsere Millionen, die in den letzten 20 Jahren nicht in Ecke 7, nicht in unsere Heimat investiert wurden. Wir sind von Haustür zu Haustür gegangen, haben Unterschriften gesammelt, wir haben Unterschriften an den Infoständen gesammelt, während der Kundgebung haben wir Unterschriften gesammelt, es sind sehr viele Eckesiner zu uns gekommen, wir haben, ich glaube, 100 Unterschriften mehr gesammelt, als wir überhaupt brauchen. Und mit diesen Unterschriften wollen wir heute den Bürgermeister mehr oder weniger beglücken und hoffen, dass es endlich vorangeht, dass die Stadt Ecke 7 hier auch Stellung bezieht. Denn wir werden uns nicht damit zufrieden geben, unseren Einwohnerantrag hier aus formellen Gründen ablehnen zu lassen. Die Stadtvertretung Ecke 7 hat jederzeit die Möglichkeit, beziehungsweise die Stadtvertreter haben sogar die Pflicht dazu, sich dem Land gegenüber zu äußern und den Willen der Eggesiner kundzutun. Stellvertreter dafür an den Bürgermeister, oder ist er wie immer nicht das ich zu auch sehen? Das möchte ich auch nicht, dass ich hier fühle. Wie zu erwarten, war der Bürgermeister ein weiteres Mal nicht zugegen, wenn es um kritische Themen geht. Darum müssen wir den Einwohnerantrag der stellvertretenden Bürgermeisterin nachgehen, die diesen entgegengenommen hat und dann den Stadtvertretervorsteher weiterleiten wird. Jetzt ist abzuwarten, wie es mit der Prüfung verläuft, ob wir hier zur nächsten Stadtvertretersitzung eine Bekanntgabe kriegen, ob wir auf der Tagesordnung müssen oder nicht. Dazu möchte ich auch allen Eggesiner Bürgern und Bürgerinnen eine Einladung hiermit aussprechen, an der Stadtvertretersitzung teilzunehmen, um selber mal ein Bild davon zu bekommen, wie mit ihrer Meinung, ihrer Unterschrift umgegangen wird. Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal recht herzlich bei den Unterstützern unseres Einwohnerantrages, vor allem bei den Unterschriftensammlern, die wirklich von Haustür zu Haustür zum Teil gegangen sind. Und rufen noch einmal auch die Bürger von Ecke 7 auf, an der Demonstration am 9. November in Friedland, stellvertretend auch für alle anderen Gemeinden, wo es um diese Asylproblematik geht, daran teilzunehmen und den öffentlichen Protest auch auf die Straße zu tragen.